So, das sind jetzt hier die Spulen, wie sie vom Genture geliefert wurden. Und jetzt ist aber so, dass da Lack auf dem Draht drauf ist. Das ist ja Kupferlackdraht. Und ich muss das jetzt hier abrubbeln, damit ich das löten kann. Ja, also das sieht man hier schön. Mit Lack, ohne Lack. Das heißt, hier ist der Draht isoliert, nicht leitend. Und hier, wo ich dann schon hier weggerubbelt habe, den Lack, kann man löten und das ist leitend. Hier geht der Strom dann durch. Genau, und das machen wir jetzt hier überall. Hier die Hochtonweiche. Und ich habe jetzt das schon so ein bisschen angezeichnet und hier ein paar Löcher gebohrt. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt hierher gehen und hier den 6,8 daher machen, dann haben wir hier zwei Löcher für den Kabelbinder. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass die Spule, wir haben jetzt hier 1,15 mH für Hochton. Die Spule sitzt jetzt hier so. Das heißt, wir haben auch hier ein Loch und da werden wir auch mit dem Kabelbinder festmachen, diesmal nicht mit der Schraube. Und jetzt haben wir hier die Teile, die schauen jetzt alle auf die Achse der Spule. Ja, also die sind da auf die Achse ausgerichtet und sind deswegen dann, da gibt es dann kein Übersprechen. So, und jetzt habe ich hier einen Filz ausgeschnitten, den lege ich da drauf. Und jetzt müssen wir aber die Löcher, die wir hier für die Kabelbinder gemacht haben, die müssen wir jetzt im Filz übertragen. Und warum mache ich jetzt einen Filz her? Und zwar ist es so, wir haben in dem Gehäuse ja doch einen hohen Schalldruck. Und um ein bisschen das Ganze etwas zu unterbinden, werden jetzt hier die einzelnen Bauteile auf diesen Filz gelagert, ein bisschen locker gelagert. Also nicht so, dass ich jetzt das hier festzurre, ganz fest mache, sondern die liegen da jetzt ein bisschen so schön loser da drauf, damit wenn jetzt diese Schallwand, auf die das Teil drauf gemacht ist, jetzt wenn die jetzt zu vibrieren anfängt, im Lautsprecher, wenn das jetzt hier so vibriert, dass diese feinen Vibrationen, dass da der Filz dazwischen ist, dass der weich gelagert ist. Hier ist er weich gelagert und nicht brettelhart. Und ich werde die Kabelbinder dann locker machen. Genau, deswegen brauchen wir jetzt die Löcher. Diese Löcher müssen wir jetzt im Filz übertragen.
So, jetzt haben wir hier den 6,8 und hier die Spule 1,15 mH und die kommen hier zusammen. Da haben wir einen Knotenpunkt, wo sich die Spule, der 6,8, der Eingang vom Plus her, mit dem 12 Ohm und der 0,82. Die vier treffen sich an einem Punkt. Das ist eine Stelle, wo die alle zusammenkommen. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach zusammenlöten. Die drei besser, jetzt muss noch die Spule dazu. So, jetzt haben wir hier die Verbindung von diesen vier auf einer Stelle. So, das sind jetzt diese vier beisammen in einem.
ich war ja leider nicht ganz so fit, wie ich die M1 gebaut habe und deswegen ist jetzt kein Filmmaterial mehr vorhanden, wo man sieht, wie ich diese Stränge von dem Elefant-Lautsprecherkabel an die Impedanzkorrektur angelötet habe. Und hier seht ihr jetzt die fertige Impedanzkorrektur auf der Rückwand innen verschraubt. So, ihr Lieben, jetzt sind wir eigentlich schon in der Zielgerade, denn jetzt haben wir eigentlich nur noch den Deckel zu machen, den wir dann auf die M1 hinten drauf schrauben. Und das ist eine ganz einfache Sache. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht wirklich alles von vorn bis hinten, jedes Nasenloch, das man irgendwo bohren muss, ins Detail ausführen. Aber im Prinzip sieht das am Ende dann so aus. Also das ist hier der Deckel. Und ich habe jetzt hier den Bass auf der rechten Seite angeordnet, wobei ich hier die Bassspule ein bisschen hier so ausgerichtet habe, das ist Absicht. Und der Kondensator steht normal zur Spule. Ja. Das ist der 18 Mikrofarad Basskondensator mit der Spule. Die habe ich jetzt hier positioniert und einfach auf den Deckel. Jetzt erkläre ich euch kurz den Aufbau der Bassweiche. Ihr seht hier den Kondensator 18 Mikrofarad, der wird auf Minus abgeleitet. Dann haben wir hier Plus-Eingang, der direkt auf die Spule geht. Und hier haben wir die Verbindung zwischen Spule und Kondensator, das gleichzeitig auch der Plus-Anschluss für den Lautsprecher ist. Und ich habe mir hier jetzt drei Terminals gemacht. Diese drei Terminals, das ist auf der einen Seite, der linke ist Minus, wo praktisch der Kondensator auf Minus trifft. Das muss man hier nur verbinden. Und hier die zwei sind einmal Plus hinein, wo praktisch der Plus verbunden wird mit dem Terminal. Und hier der Plus für den Basslautsprecher. Ja, wobei Minus natürlich auch Basslautsprecher ist, auch Minus ist das gleiche. Und die zwei gehen dann zum Treiber. Ja, das war für mich jetzt die einfachste Lösung. Ich finde solche Lusterklemmen sind etwas, das mich ästhetisch etwas abstößt. Also ich möchte das schon schöner haben. Genau, gut. Und das Ganze ist hier mit Kabelbindern und ich habe auch, von hinten sieht man die Terminals, und ich habe hier auch einen Filz, um ein bisschen den Schalldruck abzudämmen. Ich werde den Kondensator hier einmal mit Filz umwickeln, also eigentlich doppelt. Das kommt jetzt hierher. So. Und dann machen wir hier die noch fest und dann müssen wir noch das Dämmvlies draufkleben. Und dann ist es perfekt. Dann kann man den Deckel hinten draufschrauben. Muss man hier noch Löcher machen rundherum und dran schrauben. Das machen wir jetzt. Messingschrauben, Messing. Schön sein Mäntelchen, in dem er kuschelig drinnen ist. Passt. Ja. Dann haben wir hier das schöne Deckelchen. Tada!
Da-da-da. An diesem Punkt ist es jetzt ganz wichtig zu sagen, dass für die Dämmung der M1 nur das Caruso Isobond mit 5 cm Stärke erlaubt ist. Vom Entwickler her ist das so vorgesehen und die Verwendung eines anderen Dämmmaterials würde den Charakter des Lautsprechers komplett verändern. Welche Arbeitsschritte haben wir noch? Wir müssen jetzt, um uns das Leben ein klein wenig leichter zu machen, bevor wir die Bassreflexrohre einleimen, die habe ich jetzt 4,6 cm lang, also 46 mm, weil dieses Gesims hier ist 4 mm dick, das heißt, die kann man hier schön reinstellen und dann komme ich hier wunderbar auf eine Gesamttiefe von 5 cm. Mal schauen. Ja, ganz genau, 5 cm. Und bevor wir aber die hier jetzt einleimen, möchte ich, um mir das Leben zu erleichtern, lieber vorher noch die Isobond-Matten, also diese Schallbedämmung von innen. Das sind ziemliche Monstermatten, die wir uns hier jetzt dann da reinarbeiten müssen. Und das muss man sich schön zuschneiden und das wird dann ein bisschen mühsam, wenn hier schon zu viel drinnen ist. Deswegen werden wir die am Schluss dann hineinkleben, wenn die Matten schon fertig sind. Aber was ich vorher noch einbauen möchte jetzt, das ist die Frequenzweiche für den Hochton und die kommt ungefähr hier hin. Ja, weil wenn wir nämlich diese Frequenzweiche hier dann haben wir das gut, weil wir wollen ja, wenn wir dieses Bondum Isobond aufkleben, muss ich ja das hier aussparen. Und deswegen montiere ich mir jetzt hier die Frequenzweiche und dann schneiden wir das Isobond zu, damit wir hier diese Wände anfangen zu bedämpfen. Und dann brauchen wir noch die ganze Verkabelung. Genau, aber die Verkabelung, die mache ich diesmal etwas leichter. Zuerst habe ich mir gedacht, ich nehme das Elefant her, aber das hat ja 4 Stränge, das ist ja doof. Ich brauche ja eigentlich nur 2 Stränge, jetzt hätte ich da was anderes mit 2 Strängen. Das ist was ganz was Tolles, aber das Problem ist, das ist wieder so groß und schwer und dick. Da muss ich noch schauen, was ich da mache. Die Frequenzweiche für den Hochton kommt hier 20 cm von unten. So, da kommt die hin. Müssen wir hier die Löcher vorbohren. Und was ganz wichtig ist, wenn wir das Isobond machen, ist, wir müssen unbedingt schauen, dass hier der Öffnung, der Mund von diesem Helmholtz-Resonator, hier die zwei, also da und auch die unten, also praktisch diese Öffnung hier, das muss unbedingt frei bleiben. Also ich darf das hier, das muss atmen können. Ja? Also ich darf hier nicht jetzt mit dem Isobond hier alles zumachen, da vorne. Das sogenannte 3M-Maß. Wunderbar.
Ja, und wenn die Kameralinse beim Handy schon so zittert, während die Musik spielt, dann wissen wir genau, jetzt ist die Lautstärke jenseits von gesund und vernünftig. Was waren jetzt die letzten Schritte? Hier sehen wir die M1 kurz bevor sie zusammengeschraubt wird, quasi fertig. Der Rückendeckel ist schon schön beklebt und gedämmt. Und als erstes habe ich natürlich den Hochton, die Hochtonweiche mit dem Hochtöner verbunden und dabei tatsächlich das Sommerkabel Dual Blue verwendet, das wegen seinem Gewicht auch hier gut festgemacht werden muss. Da sehen wir jetzt die Kabel, die vom Basstreiber zur Bassweiche gehen. Die Bassweiche ist jetzt am Deckel hier schön unter dem Dämmvlies eingekuschelt. Und die Terminals, die sind hier fast schon so ein bisschen wie in einem Iglo-Leben da drinnen. Und bevor ich den Deckel zumache, werde ich noch über die Hochtonweiche und die Impedanzanpassung das Dämmmaterial draufstülpen. Ja, und jetzt steht sie da, die M1, fertig kurz vorm Zusammenschrauben. Ich denke, das Zusammenschrauben vom Deckel, das ist jetzt nicht die große Kunst, die ich euch zeigen muss. Ich hoffe, ihr habt hier alle Schritte vom Bau dieses Lautsprechers gut nachvollziehen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, meine Videos vom Bau der M1. Und es bleibt uns natürlich, wie gewohnt, in dem nächsten und in dem letzten Teil die Beurteilung, wie denn der Klang so ist. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch alles Liebe und Baba. Isobond-Matten, also diese Schallbedämmung, Bedämpfung, die Bedummung von innen. Jetzt schon wieder. Wo ist das Loch? Das ist das Loch. Jetzt schon wieder.